Hey Leute, willkommen zurück bei Ark Survival Evolved. Ich habe uns jetzt so ein bisschen vorbereitet. Wir haben 100 Narco Berries dabei und ein paar Steinchen auch. Und ich habe, glaube ich, also ich habe hier noch ein paar Kisten gebaut. Seht ihr ja? Ach genau, hier. Hatte ich nochmal 45 Steine reingelegt. Die war ja, ich habe halt keine Vergiftungs- oder Betäubungspfeile. Deswegen müssen wir das mit der Zwille machen. So, Bogen. Können wir den reparieren? Ach so. Was fehlt dafür? 20 Fasern? Ja, gut. Nehmen wir ein paar mit. Halt. 20 Fasern und 6x Holz. Das habe ich hier noch irgendwo drin. Fasern, Fasern. Fasern, Fasern. Ihr seht, das ist alles voller Fasern und Seeds. Ach ja, hier trampelt jetzt irgend so ein riesen Vieh vor unserer Hütte rum, ein Stegosaurus, der kommt hier anscheinend nicht weg und scheißt uns den Eingang zu. Ich habe noch ein paar, halt, noch ein bisschen Fleisch im Feuer. Wir haben allerdings 29 mal Fleisch dabei, also das ist eine gute Sache. Trinken können wir eigentlich auch direkt nochmal und danach auch nochmal was einsammeln. So, wir haben 67 Steine. Wir haben eine ganze Menge Narco-Berries und andere Beeren bräuchten wir auch noch, oder? Um den Triceratops da so ein bisschen zu füttern. Halt, wo hatte ich die hier? Was frisst der am liebsten? Metro Berries? Oder Armor Berries? Ist egal, wir nehmen mal von denen ein paar mit. Wir nehmen auch Lady Bowser mit, da die noch ein bisschen Zeug schleppen kann für unterwegs. Zum Beispiel gebe ich da so ein paar Steine und so weiter. So, hast du noch was dabei? Azuberries hat die auch noch dabei. Okay. Ach so, die hat ja auch 81 mal Holz dabei. Das ist super. Kann ich direkt mal den Bogen reparieren? Man kann auch die Sachen reparieren, wenn die hier unten in der Quicksleuteleiste bleiben. Vielen Dank für den Tipp. Einfach dann nochmal draufklicken. Beziehungsweise, wenn ich hier sehe, unten ist ein Item kaputt, einfach nochmal die Taste drücken und dann wird es repariert, sofern man natürlich die Items im Inventar hat. So. Selber zu essen haben wir genug. Für den Triceratops haben wir dann auch genug. Narcoberries haben wir hoffentlich genug. 100, nur noch 99. Ja. Ist wahrscheinlich gerade eine verfault. Ja, und jetzt ist aber das Problem, wir müssen erstmal einen finden. So, folgt mir mal. Mal auf neutral gestellt. Ja, am geilsten wäre es natürlich echt, wenn wir tatsächlich so einen finden würden, der irgendwo festhängt. Da ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, wenn das nicht der Fall ist, dass er uns dann tötet. Kommst du? Ja. Mal gucken, ob der Stegosaurus nachher noch da ist. Der trampelt da schon eine ganze Weile rum. Ich habe jetzt halt bloß ein paar Narco-Berries noch gesammelt. Das wollte ich euch nicht nochmal antun wie in der letzten Folge. Sachen können wir noch mal. Ach, guck mal, da hatten wir noch mal eine. Hier unten ein paar Steinchen können wir unterwegs auch noch mal mitnehmen. Wir gehen erstmal, ich weiß nicht wohin, ist auch ziemlich egal. Wir müssen so oder so nach einem suchen. Da hinten steckt schon wieder so eine Schildkröte fest. Ach, verdammt, seht ihr? Ich wollte die heute eigentlich noch ablagern. Na gut, wir nehmen die jetzt einfach mal mit. Ich weiß, ich habe den Sattel nicht dabei, den habe ich aber mit Absicht nicht dabei, weil der 20 Kilo bzw. ja, 20 Einheiten an Gewicht wegnimmt im Inventar. Deswegen bleibt er erstmal in der Kiste zu Hause. So, wir gehen mal am Strand entlang, würde ich sagen. Können wir noch ein paar Steinchen mitnehmen, denn ich glaube nicht, dass die 67 unbedingt reichen. Übelst viele Schildkröten unterwegs. Ja, na gut, wieso nicht? Hey, komm mit. Das Wasser hat echt nur 17 Grad. Wie spät ist es? 14:21 Uhr. Ja, da haben wir noch genug Zeit. Halt, von dort kommen wir ja. Ich will ja darüber. Gib
gibt es auch eine Unterwasserhöhle irgendwo zu entdecken, dass man da irgendwo unter Wasser erstmal tauchen muss, bevor man rankommt. Achso, Lady Bowser hat übrigens ein neues Level-Up. Und da habe ich dir einfach noch mal ein bisschen Lebenspunkte spendiert. Bei uns fehlt noch ein bisschen was, so ein Drittel ungefähr noch. Oh, davon ist einer. Aber wie gesagt, der ist da freilaufend. Ich glaube echt, der würde uns kalt machen. So, direkt mal noch ein paar Steinchen mitnehmen. Echt ein hübsches Tier. Hat mir schon als Kind immer mit am besten gefallen von den Dinos. Ich habe früher als kleines Kind immer Dinosaurier gesammelt. Weiß gar nicht, ob die noch existieren irgendwo. Also ich keine Lebenden, klar. Da ist noch einer. Sie guckt mir im Finger, aber ich möchte es ungern riskieren, dass wir jetzt drauf gehen. Mahlzeit. Ist auch ein Mädchen, beziehungsweise eine Dame. Können wir eigentlich rennen? Ja, wir sind noch nicht überlastet. So, dann können wir fleißig noch ein paar Steinchen mitnehmen. Man kann auch von den Tieren aus, wenn man dann reitet, auch Sachen einsammeln. Oh, 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 oh. Vorsicht vor dem davon, der hat uns schon mal getötet. Scheiße. Ach, Lady hängt fest. Boah, fuck, nee, da drehe ich rum. Mit dem Vieh lege ich mich mit Sicherheit nicht an. Noch nicht, vielleicht später, wenn wir mal den Raketenwerfer oder so hervorstaben. Huh. Komm mal her, ich hätte gern, dass du mir ein bisschen was abnimmst. Und zwar einfach ein paar von den Steinchen. So, danke. Wie viel Platz hast du eigentlich noch? Ach Gott, noch knapp 200 Plätze frei. Ach ja. Pfeile haben wir auch bloß noch 9. Hey, das waren 3 Pfeile, die ich verschossen habe. Mist, plus 2 wieder bekommen. Ich glaube, wir haben gar nichts für die Pfeile dabei, oder? Oh doch. Komm, dann stellen wir einfach mal die 4 her. Wir haben keinen Flint und keine Fasern dabei. Welch Ironie. Die liegen alle. Das ist unsere Hütte. Die ist da hinten. Da in der Richtung. Da liegen wahrscheinlich 1000 Fasern oder so. Oh, guck mal. Hier steckt einer fest. Das Problem ist, wenn ich den jetzt angreife, dann kommt der da hinten hundertprozentig dazu. Ich denke mal drüber nach beim Flint rauskloppen aus dem Stein. Ich überlege gerade, ob ich schon mal irgendwann so einen Triceratops kaputt gehauen habe. Ich glaube aber nicht. Oh, schön viel Flints haben wir bekommen. 9 Stück oder so. Noch ein? Noch. Ah, verdammt. Ich wollte ihn nicht ganz kaputt machen. Ja, da fliegen die Steine erstmal wieder 100 Meter weit. Wie im echten Leben. Okay. Aber wir gucken einfach mal weiter. Oh, da hinten habt ihr das gesehen? Da kam eine übelste Schwanzflosse raus. So ziemlich genau vor uns. Oh, da hinten hat sich so ein Kristall gebildet. Schade. Wir sind dafür auf der verkehrten Seite. Ja, wenn wir natürlich diese narkotisierten Pfeile hätten. Ja, wir bräuchten echt mal so ein paar Sachen wie... Halt, Moment. Haben wir doch noch erlernt beim letzten Mal, oder? Hier Mörser und Stößel, genau. 65 Steine. Ja, können wir auch bald mal irgendwann machen. Ich will gerade nur ein paar Fasern sammeln. Steinchen können wir dann auch ruhig ein paar mitnehmen. Lady? Jawohl.
ist ja geil, hier liegen so viele Steine rum. Hier kannst du direkt nochmal ein paar mitnehmen. Nochmal 41. Und immer noch genügend Platz dabei. Sehr gut. Wie sieht es bei uns aus? Ach ja, die beiden Trinkflaschen wollte ich ja mal auffüllen. Wir bleiben zwar am Wasser, aber sicher ist sicher. So. Okay, dann gucken wir doch mal, ob wir irgendwo einen finden. Ich lasse es jetzt mal mit dem Sammeln. Ich will doch nicht zu tief rein in den... Was machst du denn? Ich will nicht... Oh, was hier für Steine rumliegen, das ist hier unfassbar. Sorry, die muss ich jetzt mal mitnehmen. Da hinten ist was mit einem großen Schwanz. Ich höre auch. Ach, das ist so einer. Okay. Angst brauchen wir vor dem zwar nicht haben. Können wir hier irgendwie hoch? Ich würde gerne hier hoch. Klappt das? Also ich ja. Ah, super. Kurzer Nachladeruckler. Oh, da ist wieder einer. Ich hoffe sehr, wir finden dann unsere Hütte wieder. Aber es ist nicht so schwer, eigentlich da bloß am Strand entlang und dann da drüben irgendwo. Ich kann gut den Weg nach Hause beschreiben. Einfach siehst du schon und das passt dann. Rennen viele Pflanzenfresser rum. Aber nicht den, den wir suchen. Mahlzeit. Gibt es eigentlich Unterschiede von den Eigenschaften oder den Attributen her zwischen Männchen und Weibchen? Mich immer mal rumdrehen, wenn die irgendwo festhängt, dann könnte die eventuell abhanden kommen. Das wollen wir ja nicht. Jemand von euch schon mal so einen Flugdino gehabt? Ja, so ein, der hier vorne gerade rum strauchelt. Haut ab. Oh, guck mal da hinten. Kleine Dinos, zwei.
drüben ist auch wieder ein Triceratops. Gehen wir hier einfach mal weiter, würde ich sagen, oder? Jawohl. Okay, der andere kommt auch. Oh, nice. Müssen wir eigentlich was essen? Nö, haben wir noch genügend auf Vorrat. Noch ein bisschen im Magen. So. Da ganz hinten ist auch wieder einer. Hier vorne auch. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob das klappt, wenn ich den so irgendwie versuche. Ich weiß jetzt gerade auch nicht aus dem Kopf, ob der schnell ist. Oder ob wir schneller sind. Da oben hängt eine Schildkröte fest, da ist noch ein Triceratops. Noch einer? Nee. Mahlzeit. Das wäre sogar ein Männchen. Nee, da bin ich zu sehr ein Schisser und habe zu lange jetzt die ganzen Narco-Berries gesammelt. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, komme ich doch nie wieder zu unserer Leiche. Gehen jetzt hier mal so ein bisschen querfeld ein. Ist auch sehr geil gemacht, die ganze Landschaft. Da hinten ist auch wieder einer, noch einer. Huiuiui. Hier gibt schon eine Menge, aber alle sind sehr frei. Wir haben am Anfang immer viele, viele gefunden, die immer eigentlich festhingen. Da ist auch wieder so ein kleiner Dino. Da rechts hinten auch. Das wären sogar drei, vier sogar. Uiuiui. Lassen wir mal. Wir könnten zwar unsere Lady Bowser mit zur Hilfe nehmen, aber wir sind eigentlich auf einer anderen Mission. Kommst du da durch? Ja. Mahlzeit. Wie heißt denn du? Parasaurus. Das vergesse ich immer. Was ich aber mal sagen muss, die patchen und updaten das Spiel ja echt ohne Ende, nach wie vor noch. Und finde es aber saugeil, dass man, ach hier, hier ist so ein Mannbär-Schwein, dass man ohne Probleme das alte Savegame halt einfach weiter benutzen kann. Oh, hier sind auch zwei, drei kleine Raptoren dabei. Gehen wir hier weiter. Was haben wir denn hier? Ach so, noch so ein großer. Normalerweise hätte der mich gerade voll weggeschleudert mit seinem riesen Schwanz. Ich wäre wahrscheinlich 200 Meter weit geflogen. Bitte zertrampel mich nicht. Dodo unterwegs.
Ja, da haben wir bisher keinen gefunden, aber die Suche geht weiter. Allerdings erst beim nächsten Mal und mit diesem schönen Ausblick lasse ich euch mal in Ruhe für heute und wir sehen uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch und schönen Dank fürs Zusehen. Ciao.